So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem absoluten Highlight in dieser Barclays Premier League Saison. Wir haben es im letzten Part angesprochen, heute zählt's. Wir mit 71 Punkten, Chelsea mit 69 sind eigentlich noch die zwei Mannschaften, die in dieser Saison Meister werden können. Und heute am 35. Spieltag treffen wir einfach mal aufeinander. Heißt, bitte, 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 3 Punkte holen, mindestens einen. Ja, nicht Chelsea vorbeiziehen lassen. Wir haben danach noch die Partien gegen Crystal Palace, gegen Arsenal und gegen Hull City. Dazwischen nochmal irgendwann Tottenham im FA Cup Finale, aber da darf bitte nichts mehr anbrennen. Und ihr seht es auch an der Truppe, die sind topfit, es war eine etwas längere Pause zwischen den Spielen und ich werde auch nochmal ein klein wenig wechseln, denn Van Persie werde ich rausnehmen und bringe nochmal Falcao, der mir richtig gut gefallen hat. Und werde den guten, wen werden wir auf die Bank setzen? So, machen wir so. Und werden das Ganze so angehen. Herrera und Jones, beide gelb vorbelastet. Also bei der nächsten gelben dürfen die erstmal im nächsten Part nicht mehr mitspielen. Aber das ist scheißegal. Hauptsache, wir gewinnen heute oder spielen unentschieden an der Stamford Bridge. Wir dürfen auf jeden Fall nicht verlieren. Das ist das ganz, ganz große Ziel. Gehen wir es an. Rooney mit dem Freistoß vorbei. Und jetzt saugen wir erstmal die Stimmung auf. Stamford Bridge, United gegen Chelsea. 35. Spieltag, 2 Punkte Unterschied. Es geht um die Meisterschaft. Fußballherz, was willst du mehr? Mann, Mann, Mann. Also mal gucken, wer bei Chelsea alles aufläuft. Bei uns Rooney natürlich der Topmann mit mittlerweile 27 Treffern, die er erzielt hat in dieser Barclays Premier League Saison. In 34 Spielen, wovon er nicht mal alle gemacht hat, ist richtig stark. Roger East, der Schiedsrichter und damit gehen wir es an. Unten läuft noch die Aufstellung durch vom FC Chelsea mit Courtois im Tor, also mit einem Keeper, den wir erstmal bezwingen müssen. Das wird nicht einfach werden. Zuma mit am Start, einer, der extrem viel Füßes mit sich bringt. Ramirez, Mikel kennt man sowieso. Schürrle, wen haben sie denn vorne? Wen haben sie vorne? Aguero, also im Sturm, wie schon im Hinspiel. Krasse Aufstellung vom FC Chelsea. Wir aber nicht minder schlecht aufgestellt. Schauen wir mal, ob wir das gebacken kriegen. Bitte nicht hinten liegen. Schnell, Schürrle, Schürrle, Schürrle. Flanke in die Mitte. Willian kommt nicht hin. Mata hat den erstmal und Falcao dazwischen. So, müsste erstmal das Spiel beruhigen. Was ist so die Taktik für heute? Ja, wie immer ein Tor machen, ne? Wie immer früh ein Tor machen. Wie immer früh in Führung gehen. Und vielleicht mal Falcao in der Mitte suchen. Der ist nicht unbedingt kopfball schwach. Falcao kommt nicht ganz hin. Von hinten kommt allerdings jemand von uns. Das ist wichtig. Und dann können wir es da gut rausspielen. Mata, schlecht gemacht. Dauert zu lang. Also heute könnte so jeder kleinste Fehler bestraft werden. Und das, davor habe ich Schiss. Wobei wir eigentlich keine Angst haben müssen. Mit dem Selbstvertrauen, das wir haben. Wir haben bisher eine krass gute Saison gespielt. Beziehungsweise auch momentan eine super Serie, eine super Phase. Mit einigen Siegen. Und De Gea muss zum ersten Mal eingreifen nach dem Schuss von Ramirez. Gibt den ersten Eckball. Ne, 4 Siege am Stück. Zumindest soweit ich zurückdenken kann. Eventuell sind es auch mehr. Und da war auch das 5-1 gegen City dabei. Das 5-0 gegen Stoke. Das 4-0 gegen Stoke. Gegen Stoke, sage ich schon. Gegen West Brom. Und dann noch ein knappes 3-2 gegen Everton. Da hat man es aber gemerkt, dass das ein Gegner war, gegen den wir uns richtig schwer getan haben. Ne? Auch wenn das kurz vor Ende noch das 3-2 gefallen ist. Hier nochmal die Chance. Die nächste Möglichkeit für Chelsea. Aber so Topspiele, ne, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ganz logisch. Und das ist heute wieder so eins. Die Maria. Rooney. Guter Ball in die Mitte. Mata rübergelegt auf Valencia. Im richtigen Moment auf Rooney. Kein Abseits. Doch, jetzt pfeift er. Ich dachte schon, der wäre genialst gewesen. Aber Rooney doch den Ticken zu schnell. Beziehungsweise der Pass den Ticken zu spät gekommen. 16 Minuten. Vorbei, es bleibt beim 0-0. Was eine Spannung, die da in der Luft liegt. Rooney kommt knapp nicht hin. Mikel. Die Maria kommt da ran gegen Oscar. Kommt da nicht. Und Mikel setzt sich dann nochmal gut durch. Kriegt wieder die Kulle. Man darf auch nicht vergessen, wir spielen mit einer Dreierkette, ne? Gegen Chelsea, das ist nicht unbedingt alle normal hier. Nicht unbedingt das, was jeder machen würde. Aber wir sind es gewohnt, mit der Aufstellung zu spielen mittlerweile. Von dem her wird man natürlich auch nicht nur, weil der Gegner Chelsea heißt, das ändern. Da ist Schürrle. De Gea. Und weg damit. Oh, nicht so wirklich gut geklärt. Wobei Rooney kommt da hin. Kommt da nicht. Platz für Schürrle. Abgelegt. Ramirez. De Gea ist da. Ball spät gesehen. Deswegen lässt er ihn, glaube ich, da prallen. Und Pogba. Komm jetzt. Jawohl. Pogba. Ob nach vorne der Fisch. Falcao. Oh, Ramirez kommt dazwischen. Also die haben eine bärenstarke, ein bärenstarkes Mittelfeld in der Defensive, was Ramirez und Mikel da angeht. Da müssen wir erstmal durchkommen. Falcao rübergelegt. Mata läuft. Kriegt den. Mata mit dem ersten Schuss vielleicht. Nein. Nochmal geblockt. Willian. Also ihr merkt, Chelsea reißt das Spiel an sich. Klar, Chelsea ist auch die Mannschaft, die hier mehr tun muss. Chelsea braucht den Sieg. Uns reicht, wie gesagt, ein Unentschieden. Dann bleibt es bei 2 Punkten Vorsprung. Dann haben wir alles selbst in der Hand, in den verbleibenden 3 Spielen den Titel zu holen. Logisch. Chelsea braucht den Sieg. Sonst, ne, haben wir es, wie gesagt, selbst in der Hand. Dann kann Chelsea eventuell gar nichts mehr machen. Falcao. Doppelpass, Fragezeichen. Rooney.
rübergelegt. Marta, schön nach unten auf Di Maria. Di Maria, da ist Falcao und Courtois holt den raus. Super Tat von Courtois im Kasten. Der Tschech-Nachfolger kriegt den von der Linie gekratzt. So, das müsste Sumas sein. Und da hinten müsste Valencia von uns stehen. Valencia. Valencia! Der war noch abgefälscht. Und dann gibt es die nächste Ecke. Also Courtois tut sich da schwer, aber das war auch schwierig zu meistern. Wie gesagt, Ball noch abgefälscht. Ecke von Rooney war schlecht. Wollte ich auch gar nicht so spielen. Kommt aber dann doch noch gut. Wieder abgefälscht. Wieder Courtois dazwischen. Boah, durchschnaufen. Was eine Action, was eine Hektik. Danach gerade mal 30 Minuten. Rojo hat den. Sehr schön. Rooney. Gut gespielt. Herrera braucht da zu lang, aber wir kriegen den Freistoß. Und das in einer vielleicht vielversprechenden Position. Da haben wir doch so einen Kollegen, wie zum Beispiel einen, wie nehmen wir denn da, Mata. Wenn er den reinkriegt. Juan. Mata. Oh, Courtois ist da. Also das waren ein paar Meterchen, die der Spanier da vor sich hatte. Macht das aber super. Nächste Ecke. Wieder steht Rooney bereit. Wieder kommt die gut rein. Mata ist da. Lupft den mehr oder weniger. Der nächste Schuss, das war dann allerdings nichts. Also, die letzten 10 Minuten gehören eindeutig uns. Richtig gute Möglichkeiten, die wir rausspielen. Meistens verursacht durch irgendeine Standardsituation wie den Eckball, wie den Freistoß gerade. Aber es wird immer und immer wieder gefährlich vom Kasten von Thibaut Courtois. So, da ist Zuma. Vielleicht macht er mal einen Bock, der junge Mann. Er ist ja nicht so wirklich erfahren, Stand jetzt. Vielleicht kriegen wir da irgendwie mal den Ball hergespielt. So, Ivanovic durchgesteckt auf Willian. Jones eigentlich da. Kommt nicht an die Kohle. Aguero mit Platz. Nein. Nochmal zurückgelegt. Di Maria hat den. So, ja, nicht noch im ersten Durchgang Gegentor kassieren jetzt. Jetzt bitte das Ding so halten. Falcao kann sich nicht durchsetzen. Und kann sich immer noch nicht durchsetzen. Ramirez, der brutalst einfach ist in FIFA. Jeden Ball sich da holt. Macht das auch da stark. 44. Mikel. Der nächste brutale defensive Mann, Willian. Hamba. So, Rooney, gibt's nochmal die Konterchance. Marta. Sieht Falcao. Vorbei an Zuma. Falcao, aber dann kommt er nicht mehr am nächsten vorbei. Herrera, Rooney. Rooney, Rooney! Oh, wieder Courtois. Ich werd bekloppt. Das sind so gute Möglichkeiten. Die wir Stand jetzt noch nicht nutzen. Die wir noch nicht nutzen können. Schade, Schürrle. Nochmal dazwischen und ich denke, das dürfte es dann so langsam gewesen sein. Wobei, 5 Minuten Nachspielzeit. Eine Chance könnte es noch geben. Aguero geht. Sergio Aguero. Drauf jetzt, jawohl. Gut von Rojo, gut in die Mitte gespielt. Pogba und jetzt war es das. Also, 0-0. Damit könnte ich Stand jetzt leben. Auch wenn wir mehr Chancen haben, auch wenn wir meiner Meinung nach die bessere Truppe sind. Crystal gegen West Brom 0-0. Das interessiert uns aber einen feuchten Dreck. 7 Schüsse, 5 aufs Tor bei 40% Ballbesitz. Chelsea hat, was den Ballbesitz angeht, mehr vom Spiel, aber gerade mal einen Schuss, glaube ich. Oder was jetzt? Einer oder zwei? Also, da müssen wir was tun. Wir brauchen den Sieg, aber ich werde nichts riskieren, Freunde. Das könnt ihr vergessen. Wir nehmen zur Not das 0-0, so dreckig wie es ist, einfach mit. Hauptsache Chelsea kommt nicht vor uns in diesem wohl wichtigsten Spiel der Premier League-Saison. Da ist Felipe Luis. Ramirez in die Mitte gelegt. Mikel hat ein bisschen Platz. Nochmal nach unten gespielt. Also ziehen uns da gut auseinander. Allerdings Varane hat da erstmal den Braten gerochen. Luis legt zurück. Ramirez, macht er vielleicht den Fehler? Das wäre ein Ding. Ramirez, der sonst wirklich bärenstark ist. Felipe Luis. Wieder Ramirez. Oh, er bietet uns ein paar Mal den Platz an, aber wir kommen noch nicht ganz hin. Willian. Wieder Ramirez. Wieder Ramirez. Ich krieg niemanden. Schürrle, nein. Boah. Nächste, was heißt nächste? Erste gute Chance im zweiten Durchgang für Chelsea. Da war nochmal die Einstellung von wegen Kalendor. Habe ich jetzt leider weggeklickt, aber ich glaube, das haben wir auch so geglaubt. Nach dem Kopfball von Marta, glaube ich, war's. Und Pogba geht. Gut von Pogba. Valencia erstmal das Spiel wieder beruhigen. Nicht jetzt irgendwie eine blöde Aktion starten in den Konterlauf und das Ding dann kriegen hinten. Wäre alles andere als hilfreich. Jetzt ein guter Pass, Marta. Jetzt machen wir es da mal schnell. Falcao. Falcao! Und wieder ist Courtois da. Wieder war er zu leicht. Schade. Aber wir nähern uns im zweiten Durchgang mal wieder so langsam, aber sicher dem gegnerischen Tor an. Courtois. Ball nach vorne gespielt. Rojo dazwischen. Falcao. Pogba. Pogba. Ja. Rooney? Rooney, wo will er hin? Beziehungsweise, wo will ich hin? Jetzt hat Flanke in die Mitte. Super, Falcao, komm nicht hin.
Uiuiui, und dann sind erstmal, oh, das dauert viel zu lang, bis da jemand von uns kommt. Aber Varane passt dann doch noch gut auf und dann spielt er ihn aber so schlecht in die Mitte, dass Luis theoretisch nur umschalten könnte. Tut er jetzt auch. Da ist Agüero. Immer noch Agüero. Langer Ball nach vorne und das wird bitter vielleicht. Auf Oscar. 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 An die Latte. Hör mir auf, was ein Ding. Von Oscar. Vom Mann, vom FC Chelsea. Leck mich fett. Gut gemacht gegen Ramirez. Wieder Ramirez, der kriegt den Ball durch. Nein, nein, nein. Super gespielt, muss man lassen. Willian, super gespielt, super gelaufen. Und Chelsea macht das 1:0. Och komm, das darf nicht sein. Das darf jetzt nicht sein. Wir dürfen hier nicht verlieren gegen Chelsea. Rooney hat den nochmal. Rübergelegt. Mata, Mata. Och, zu mittig, Mensch, Courtois. Ist erstmal dazwischen. Wie wollen wir wechseln? Wie sollen wir wechseln? Ich gehe auf jeden Fall auf Offensiver. Mensch, wir hatten die Möglichkeiten. Die sind nicht rein. Und jetzt laufen wir diesem Rückstand hinterher. Rooney. Guter Ball auf Di Maria. Mata ist zwar da, aber aus der Entfernung, aus dem Spitzenwinkel und dann noch mit dem kleinen Mann. Das wird schwierig. Falcao wäre vielleicht was anderes gewesen. Er hat den Kopfball. Die Kopfballstärke da. Rooney. Vorbei. Jawohl, Rooney. Rooney. Rooney! Oh, wieder ist Courtois da! Das geht's doch nicht! Super Einzelaktion vom Engländer, von unserem Top-Torschützen. So, nächste Ecke. Wieder Rooney. Wieder Mata! Das gibt's nicht! Ey, wir haben Möglichkeiten ohne Ende! Gegen so eine Top-Truppe kriegen wir nicht unter 12:5 Schüsse Standard. Und wir gehen mal rein und wechseln. Komm, Frage ist nur wie. Frage ist nur wie. Ich bringe jetzt Van Persie für Falcao nochmal rein. Und sonst Valencia nehme ich raus, bring nochmal Januzaj. Mehr will ich erstmal gar nicht tun, wobei doch hinten können wir vielleicht noch Herrera rausnehmen, bringen Fellaini. Wir haben noch knapp 20 Minuten, nicht mal mehr, eine Viertelstunde. Und in der Zeit muss ein Tor für uns fallen, ein einziges, ein Unentschieden. Es wäre mir recht, ich würde nichts sagen, aber verlieren dürfen wir nicht. Sonst ist Chelsea einfach mal an uns vorbei. Und wir würden damit, hätten es damit nicht mehr selbst in der Hand. Mata, rübergelegt, Rooney. Handspiel, aber gut, das wird ja natürlich hier nicht gepfiffen. Braucht man sich beschweren, Willian. Gut von Mata. Schön. Ach komm, rennt am Ball vorbei, der Fellaini. Mann, Mann, Mann. Und gibt aber kein Foulspiel. Sehr schön. So, Januzaj, da ist niemand mehr. Da ist niemand mehr. Wohin die Kulle? Am besten zu Pogba. Pogba! Wieder holt den Courtois raus. Was ist das für ein Teufelskerl? Kriegt jeden Ball noch irgendwie aus dem Kasten geholt. Fellaini, abgelegt. Pogba, wieder geblockt, wieder geklärt, wieder jemand von uns, da gibt den Einwurf, 10 Minuten noch, Freunde, wir machen hier Powerplay vom Allerfeinsten, also viel mehr Druck, geht langsam nicht mehr, Mata, von Percy, oh, Rooney, lauf doch, tut er leider nicht, nochmal geklärt, 9 Minuten, da ist niemand, da ist niemand, wieso kriege ich denn da niemand, Diego Costa mittlerweile in der Partie, Willian, ich gehe jetzt auf sehr offensiv, jetzt heißt alles, oder nichts. Ivanovic. Komm mal nicht ran. Nächste Grätsche geht auch ins Leere. Willian. Willian. Rojo holt leider nur den Einwurf raus. Mann! Es ist nicht mehr lange zu spielen. Und Stand jetzt verlieren wir hier ja, das Spiel und damit vielleicht auch die Meisterschaft. Wer weiß. Schlechter Ball. Di Maria. Super. Kein Foul. Kein Foul. Rojo. Ja. Och, aber dann so schlecht gespielt. Und vor allem sollte der Wunk nach ganz unten kommen, ne? Nicht auf Van Persie. So, Keeper, mach's, komm. Mach den Fehler. Schnell gespielt. Jawohl, haben wir. Dachte schon, der führt den jetzt ins Aus. Fellaini. Lang ist nicht mehr zu gehen. Nochmal Fellaini. Oh, was macht er da? Und wie eng das jetzt hier ist. Fellaini hat den noch. 90. Gleich ist Feierabend. Rooney. Ja! Und wieder ist er nicht drin. Rojo wär's gewesen. 4 Minuten Nachspielzeit. Komm schon, Courtois, noch eine Aktion. Einen will ich noch haben. Eine Chance. Haben wir. Rooney. Rübergelegt. Rojo. Van Persie. Und das ist ein Foul. Und das ist nochmal ein Foul. Und das gibt jetzt nochmal die Chance. Oh mein Gott. Rooney. Rooney in die Mauer. Und das wird's wohl gewesen sein. Mensch, der war zu nah, der Freistoß für mich. Ich brauche die Power-Dinger zum Drumrumschnibbeln. So klappt's nicht. Schiri pfeift immer noch nicht ab. Rojo, Foulspiel, geblockt. Schiri pfeift's nicht. Und das wird's dann wohl gewesen sein. Freunde, Freunde, Freunde. Wir verlieren das wichtigste Spiel des Jahres mit 1:0 gegen den FC Chelsea.
und haben damit die Meisterschaft aus der Hand gegeben. Was heißt aus der Hand gegeben? Wir haben es nicht mehr selbst in der Hand, das Ding zu holen. Es sind noch 3 Spiele. Chelsea ist einen Punkt vor uns. 16 Schüsse, 11 aufs Tor. Ich glaube, so viele hat man seit langem nicht mehr. Aber heute hat eben mal wieder, was heißt mal wieder, seit langem die Chancenverwertung gefehlt. Und das ist schlecht. Und das ist bitterst hoch, 10 in der Partie so zu verlieren. Uiuiui, so, Nachricht von Spielern, Januszaj, bla bla bla, Freunde, interessiert uns jetzt nicht mehr. So, gehen wir noch einen Tag voran, vielleicht stolpert Chelsea ja nochmal. USA-Nationaltrainer-Offerte, nix da. Chelsea spielt, wir schauen jetzt mal rein, gegen wen wird hier noch gekickt? Wie schauen die letzten 3 Spiele aus? Halt nicht Tabellen, sondern, Begegnungen, hier haben wir's. Also, Chelsea spielt jetzt gegen Liverpool. Chelsea-Liverpool. Dann Chelsea gegen West Brom, das wird eher einfach. Und am letzten spielt er gegen Sunderland. Oh, 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 Freunde. Liverpool, West Brom, Sunderland. Wir müssen auf Liverpool hoffen jetzt. Wir müssen jetzt auf Liverpool hoffen. Die stehen auf Rang 4. Für die geht es noch um die Champions League. Wobei auch nicht mehr so wirklich. Ach komm. Wieso haben wir das Spiel verloren? Ich weiß es nicht. Aber gut, United sichert sich Platz in der Euroleague. Drauf geschissen, ganz ehrlich. Wir wollen Meister werden, Freunde. Und in dem Sinne, ich hoffe, das wird noch was. Wir haben noch 3 Spiele gegen Crystal Palace, gegen Hull City und gegen Arsenal. Da ist es noch möglich. Ich red's mir ein. Wir müssen es schaffen, Freunde. Einen Punkt hinter Chelsea. Punkt gleich. Wer wird Meister? Chelsea oder United? In dem Sinne, schreibt's in die Kommentare. Ich bin erstmal raus. Macht's gut. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.